Ja, liebe Zuschauer, diese Sendung, die wir Ihnen jetzt präsentieren, da dreht sich tatsächlich alles rund um das Thema Müll. Und es ist jetzt kein Müll, den ich Ihnen erzähle, es dreht sich wirklich darum, weil es ist natürlich auch so ein Thema, wie entsorge ich meinen Müll richtig und vor allen Dingen sauber und hygienisch, ohne jedes Mal den Mülleimer anzukrabbeln. Und dann sollte es ja auch schön aussehen, ne? Mittlerweile ist ein Mülleimer ja nicht einfach nur ein Gefäß, wo man seinen Müll oder Abfall reinwirft, sondern er soll natürlich auch noch schön aussehen. Und dafür haben wir jetzt wirklich das Passende für Sie, von ganz klein für den Tisch bis ganz groß für Badezimmer, Wohnzimmer, wo auch immer Sie möchten. Und ich stehe hier mit Carsten Roland. Ja, und ich freue mich schon richtig auf diese Sendung hier. Denn gerade aktuell in dieser Jahreszeit, wo natürlich viel gebrummt und gesummt wird, draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon, aber genauso auch in der Küche. Ich rede hier von Fliegen, ich rede von Wespen, von Bienen, von allerlei anderen Insekten, die natürlich ganz gerne auch mal auf ehemalige Essensreste und dergleichen Platz nehmen wollen. Das ist natürlich jetzt mal eine perfekte Möglichkeit, um auch diese lästigen Plagegeister endlich loszuwerden. Und ausgesprochen dekorativ sind die Abfalleimer, die wir Ihnen zeigen möchten, darüber hinaus natürlich ebenfalls noch. Und beginnen werden wir mit der schönen Tischvariante. Genau, das kennt man eigentlich sonst so aus der Gastronomie oder aus einem schicken, edlen Fünf-Sterne-Hotel, ne? Diese kleinen Tischmülleimer, wo man wirklich super hygienisch auch seinen Müll entsorgen kann. Und du hast gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Gerade wenn ich draußen im Sommer auf der Terrasse oder im Garten sitze und dann auch mal gemütlich frühstücken möchte, dann hat man schon so ein paar Reste, die dann natürlich auch dementsprechend Insekten anlocken. Und hier, das ist ja ein geschlossenes System dann später, da kommt natürlich nichts mehr dran, da kommt auch keine Wespe rein. Das hat hier so einen schönen Wippmechanismus, ne, so einen Schwingmechanismus. Und damit ist es natürlich auch super sauber. Aber es riecht natürlich nicht und es sieht auch sehr schön aus. Also ganz ehrlich, mit diesem rostfreien, hochwertigen, gebürsteten Edelstahl, das erinnert mich wirklich immer an ein hochklassiges Hotel. Das ist genau richtig. Also in, ich sag mal, in richtig guten Hotels findet man sowas. In etwas günstigeren Hotels mitunter schon mal aus Kunststoff, was ich nicht unbedingt so attraktiv finde. Alleine für die Optik eines wirklich gedeckten Tisches hier in diesem schönen Edelstahl, natürlich komplett rostfrei. Eine wunderschöne Variante. Und egal, ob Sie dort alte Essensreste, von mir aus so die letzten Brotkrümel reinpacken oder von mir aus auch die kleinen Papierschnipsel von Zuckertütchen, von Milchtütchen oder auch von ausgepacktem Aufschnitt, Teebeutel. All diese ganzen Geschichten passen da natürlich hervorragend rein. Wespen, Insekten und Fliegen und all das, was sich normalerweise drauf tummelt, werden natürlich davon abgehalten, sich hier bei Ihnen am Essenstisch aufzuhalten. Und man hat einfach eine hygienische und aufgeräumte und saubere Tafel. Und das macht einfach Spaß, egal ob ich alleine oder in Gesellschaft frühstücke. Ich finde das richtig genial. Es sieht auch sehr edel aus. Vor allen Dingen, es ist ja auch gerade, wenn du mal Gäste zu Besuch hast, ne? Und dann stelle ich mir vor, dieses Verlegenheitsgeschichte, zum Beispiel man schneuzt sich mal die Nase und dann weiß man als Frau natürlich nicht hin, weiß man nicht wohin mit dem Taschentuch, weil man hat ein enges Kleid und eine Taschen. Und das bringt einen schon so ein bisschen in Verlegenheit. Hier kann ich es ganz sauber entsorgen, ohne dass es jemand sieht. Und vor allem sieht es super schick auch noch dazu aus. Ich finde den richtig klasse hier, gerade in diesem gebürsteten Edelstahl. Wie gesagt, ich habe die schon mal gelegentlich in der Kunststoffvariante gesehen. Die sind dann im Laufe der Zeit einfach etwas abgegriffen. Da werden die Ränder auch etwas schmuddelig. Hier dieses schicke Edelstahl, da kann Ihnen das nicht passieren. Ist natürlich auch komplett spülmaschinenfest. Lässt sich ganz einfach unter fließend Wasser ausreinigen. Also wirklich mal eine schöne Möglichkeit für Sie persönlich, aber natürlich auch in Verbindung mit Ihren Gästen eine gedeckte Tafel vom Müll zu befreien, ohne dass man ständig aufstehen muss, um zum eigentlichen Mülleimer in der Küche oder an anderer Stelle zu gehen. Bestellnummer ist die PX7046 und die 569. Und ich denke, für unter 7 Euro sind wir da auch preislich in einem durchaus attraktiven Rahmen. Ja, häufig geht mir das auch so, gerade mal bei einer längeren Autofahrt. Ich weiß immer nicht mit meinem Müll wohin. Man könnte jetzt natürlich den Müll sammeln und warten, bis man an der nächsten Raststätte mal rausfährt und den Müll entsorgen. Aber häufig ist dann so, die ganzen benutzten Sachen tut man dann an das kleine Seitenfach in der Tür. Ist natürlich auch nicht gerade hygienisch, ne? Dann schmiert die Schokolade da drin rum. Eben. Aber wo willst du hin damit? Ich meine, man hat ja nicht jedes Mal einen Mülleimer oder einen Müllsack im Auto. Also grundsätzlich, ich bin ein Mann, das heißt Essen bei mir im Auto grundsätzlich nur in absoluten Ausnahmesituationen. Ja, Kindern, die Herren werden das kennen. Das ist nämlich der Punkt. Mit Kindern kannst du es gar nicht verhindern. Meine Schwägerin nimmt also den kompletten Beifahrerbereich, speziell den Fußraum, als Müllentsorgungsstation. Davon ist zugegebenermaßen abzuraten. Aber es ist natürlich jetzt auch gerade die Urlaubszeit angebrochen. Da sitzen die Kinder auch hinten ein paar Stunden im Auto. Da wird man Duplo gefuttert oder ein Schokobon oder was sie da alles essen. Das ist natürlich alles auch einzeln eingepackt. Und wenn man das nicht unbedingt unterm Sitz oder in den Zwischenritzen der Sitze finden möchte, ist so ein Mülleimer für unterwegs einfach durchaus praktisch.
praktisch, zumal wir den ja nicht einfach nur aufstellen können. Da gibt es ja insgesamt sogar 4 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Genau, also entweder, wie wir es hier haben, auf die Sitztasche oder an die Kopfstütze, das geht natürlich. Dann hast du natürlich auch einen Klebstreifen hinten dran, da kannst du es auch irgendwo ankleben, an eine glatte Fläche beispielsweise. Ja. Oder aber auch mittels so einem Saugnapf, gerade im Badezimmerbereich, ne, an die Fliesen kannst du da auch mal ansaugen. Ne? Genau. Ja. Oder auch an die Scheibe, an die Fensterscheibe. Gut, das würde man jetzt hier eher nicht machen, aber diese Möglichkeit besteht. Und gerade Kinder, die haben immer irgendwelche Müllabfallreste. Und wenn sie nur gerade mal im Auto malen und spitzen sich dann Bleistift oder einen Malstift, einen Buntstift, weißt du? Oder sind erkältet, schneuzen sich die Nase. Wo willst du denn hin mit den Rotzfahren? Ja, wenn du die im Auto liegen lässt, dann verteilen sich die Bakterien immer ganz fleißig auf die anderen Insassen, dann doch lieber mal eine hygienische und saubere Lösung in Form dieses Mülleimers. Genau, 10 Müllbeutel sind natürlich auch inklusive. Das sind so kleine Spezialmüllbeutelchen, wobei ich der Meinung bin, selbst wenn die alle sind, kannst du ganz normale Frühstücksbeutel reinhängen oder so Obstbeutel. Ja, ja. Ne? Also das dürfte jetzt kein Problem sein, wenn die alle sind. Und ist auch hier wieder eine ganz hygienische Sache, weil gerade auf längerer Fahrt fängt dann A, der Müll an zu stinken und B, kannst du einem Kind einfach nicht verbieten, nicht zu essen. Das geht einfach nicht. Also ich bin auch so der Meinung, im Auto essen geht gar nicht. Aber wenn man länger unterwegs ist, ist es einfach eine schönere Sache, ne? Das ist der Punkt. Und wenn es eben nur mal schnell für den Fahrer von mir aus ein Snickers ist, für die Konzentration beim Autofahren an sich, auch da weiß man nicht wirklich, wohin denn eigentlich mit den ganzen Sachen. Also dieser Mülleimer mit insgesamt 4 verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, eben für die Sitztasche hinterm Beifahrer oder hinterm Fahrersitz, für die Kopfstützenstange, mit dem Saugnapf oder eben mit dem Klebestreifen. Das sind schon tolle Möglichkeiten und ich glaube, für unter 10 € hat man da mal eine schöne, einfach mal eine praktische Idee für das ganze Jahr, aber speziell natürlich auch für die Urlaubsfahrten, die PX 79, 67 und die 569. So, und jetzt kommen wir mal zu den Varianten für zu Hause. Genau. Und das ist ja wirklich richtig praktisch, oder? Also das ist jetzt was ganz Tolles für alle, die sagen, Mülleimer soll nicht einfach nur ein Mülleimer sein. Also es gibt ja viele, diese offenen Varianten, ne, wo du deinen Müll reinwirfst. Es gibt keinen Deckel, das heißt, es fängt an zu stinken. Ekelhaft. Und dann gibt es die Mülleimer, wo du hier unten so einen Tritt hast. Da trittst du drauf und was passiert meistens? Der Deckel klatscht gegen die Wand, genau, und hinterlässt schöne Spuren. Aber was kann unser denn? Er hat einen Bewegungssensor, das heißt, sobald ich mich nähere, also mit dem Abstand zwischen 15 bis 20 Zentimetern, geht der automatisch auf. Das heißt, selbst wenn ich mal die Hand voll habe mit irgendeinem Müll, ja, dann stelle ich mich einfach nur davor, werfe es rein. Und wir wissen ja alle, selbst bei diesem schicken, edlen Look hier, dass auch da mal normalerweise bei einem Mülleimer ganz schnell Fingerabdrücke entstehen. Das hast du hier natürlich auch nicht. Ne? Ich produziere mal einen. Ne? Also die Mülleimer, die man normalerweise auch mit dieser WIP-Funktion und so weiter bekommt, aus Edelstahl, die sind alle sehr schick. Aber die Hausfrauen, die kennen das, die Hausmänner natürlich auch. Auf Edelstahl lässt es sich nun mal nicht vermeiden, dass man eben schon mal Fingerabdrücke drauf bekommt. Und das wahrscheinlich, wenn Sie gerade die Hände mit dem Müll voll haben. Das ist nicht hygienisch, das ist ein Stück weit eklig. Allein diese Vorstellung. Hier müssen Sie gar nicht großartig anfassen. Hier müssen Sie einfach nur mit dem Knie oder mit irgendeinem Körperteil tatsächlich den Bewegungssensor hier in Aktion versetzen. Dann geht die Klappe auf, bleibt auch auf für insgesamt 6 Sekunden. Und danach verschließt sich hier dieser Mechanismus automatisch wieder, sodass Sie hier hygienisch und vor allen Dingen ohne Geruchsbelästigung Ihren Müll professionell entsorgt haben. Ja, richtig genial. Das finden auch unsere Kunden. So schreibt zum Beispiel JB. Einfach genial mit dem Abfall in der Hand auf den Eimer zu und alles andere geht wie von selbst. Gerade im Bad, wo man gerne mal ölige und fettige Finger hat, möchten wir es nie wieder missen. Auch das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ne? Creme und alles Mögliche. Da sind die Hände natürlich auch mal fettig. Das heißt, und ganz ehrlich, also ein Mülleimer, wo ich jetzt den Deckel manuell öffnen würde, würde ich mir so gar nicht kaufen, weil nur hast du Fingerabdrücke, ne? Ganz genau. So, Sie können natürlich hier den Bewegungssensor, also den eigentlichen Sensor zum Öffnen und zum Schließen, hier jederzeit zu- oder abschalten, das ist ganz klar. Und ganz ehrlich, also so eine Batterienladung, die hier verwendet wird, hält normalerweise, wenn wir so im Schnitt von 20 Mal öffnen und schließen pro Tag ausgehen, ungefähr 3 Monate. Jetzt müssen Sie keine Angst haben, dass Sie das gute Stück nicht mehr öffnen oder nicht mehr schließen können, sollte die Batterie tatsächlich mal leer sein. Natürlich können Sie das Ganze auch manuell öffnen, das ist doch ganz klar. Mhm. Ja, aber der Clou an diesem guten Stück ist eben einfach hier, dass wir hier natürlich diesen Sensor zuschalten können und das bedeutet, zack, na, habe ich nichts ausgemacht? Also, jetzt ist er an. So. Ich finde das wirklich eine richtig geniale Sache. Auch natürlich haben wir hier so einen kleinen Inneneimer, ne? Und
das könnte ich mir jetzt auch nicht nur im Badezimmer vorstellen, sondern auch beispielsweise in der Küche. Wenn du da jetzt wirklich mal, gerade Biomüll, ne? Wenn du da so ein offenes System hast, irgendwann, wenn du nicht einen Biomüll gerade jeden Tag wegbringst, fängt es an zu stinken. Das stinkt, das zieht Fliegen an, das zieht auch ganze die Fruchtfliegen an. Schmeiß mal ein Stück Melone im Sommer in den Mülleimer und beobachte, was innerhalb der nächsten halben Stunde passiert. Das ist eigentlich unfassbar, gerade bei den offenen Mülleimern eine sehr unhygienische Angelegenheit, hiermit eben nicht mehr. NC2743 und die 569 für unter 48 Euro. Auch das natürlich ein richtig genialer Preis. Und wenn Sie sagen, gut, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu klein, fürs Badezimmer sehe ich ein, da hat man nur mal so ein paar kleine Sachen, aber gerade dann im Küchen- und Wohnbereich, wo man viel Papier hat, natürlich auch Plastikmüll, da sollte es dann natürlich auch ein Stück weit größer sein. Der erste war 3 Liter und jetzt kommen wir zu 9 Liter, das ist schon mal ein Stück größer. Da haben wir hier schon mal ein bisschen was vorbereitet für Sie. Wollen wir mal rübergehen? Gehen wir mal rüber und schauen uns die guten Stücke mal an. Du hast vollkommen recht, die 3-Liter-Variante würde ich vielleicht für Küche oder auch für Badezimmer heranziehen. Wir haben auch so einen kleinen Mülleimer bei uns im Badezimmer stehen für alles Mögliche, was da so anfällt. Aber wenn man natürlich von klassischem Hausmüll spricht, da kommt dann gerade bei einer 2- oder auch bei einer 3- oder 4-köpfigen Familie dann doch noch etwas mehr Müll über den Tag verteilt zusammen. Und da macht es dann durchaus schon Sinn, vielleicht mal auf die etwas größeren Varianten zu gehen, die nicht nur schick aussehen, sondern natürlich den gleichen Mechanismus haben, sprich den Bewegungsmechanismus, wie wir es gerade in der 3-Liter-Variante auch schon kennengelernt haben. Also nochmal, dieser Korpus ist aus glänzendem Edelstahl und dieser, dann ist natürlich der Inneneimer ganz klar aus Kunststoff und der Deckel ist nochmal richtig verchromt, das heißt, der glitzert und funkelt. Wenn ich mir da jetzt vorstelle, das müsste ich manuell öffnen, das wäre schon eine ziemliche Schweinerei, also man sieht dann natürlich alle Fingerabdrücke und hier ist das natürlich richtig edel, also das kann man auch durchaus mal in einem schicken Zimmer stehen haben. Weil man vermutet auch nicht gleich, dass sich dahinter ein Mülleimer verbirgt, ne? Das ist der Punkt. Und ich sag mal, du hast von mir aus eine schön eingerichtete Küche oder eine schön eingerichtete Wohnung und da steht da irgendwo so ein usseliger Plastikmülleimer irgendwo in der Gegend rum. Am besten noch etwas ausgefranst von den Rändern her, noch ein paar Müllreste, die irgendwo auf dem Deckel kleben. Das finde ich weder hygienisch noch sonderlich ansprechend. Erst recht nicht dann, wenn Gäste bei uns zu Hause reinkommen. Dann doch lieber hier eine etwas schönere, eine etwas edlere Variante, dass man Müll produziert. Das lässt sich nun mal leider nicht vermeiden, aber man kann ihn dann doch wesentlich attraktiver in Szene setzen, wenn man ihn dann später wegschmeißt. Genau, und auch hier beträgt die Batterielaufzeit wieder circa 3 Monate. Also wenn man das am Tag 20 mal öffnet. Klar, kommt jetzt auch drauf an, wo jetzt der Mülleimer steht. Ne? Wenn er jetzt im Schlafzimmer steht, dann öffnet man sicherlich nicht ganz so oft wie zum Beispiel in der Küche. Aber das ist schon wirklich toll. Ich habe hier saubere Hände, weil ich muss den Mülleimer nicht mehr anfassen. Natürlich ist es eine hygienische Sache. Sie wissen ja, Müll produziert natürlich auch mal Bakterien und Keime. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und vor allen Dingen ist es ein geschlossenes System. Das heißt, ich habe hier nicht mehr diese Gerüche auch, ne? Das ist genau der Punkt. Und vor allen Dingen keine Fingertapsel mehr, keine schmutzigen Reste mehr einmal um den Rand herum. Und selbstverständlich können Sie ihn so benutzen, wie wir ihn jetzt gerade gezeigt haben, mit dem Inneneimer natürlich. Sie können aber auch jederzeit einen Müllbeutel reinpacken. Ich sag mal, in diesen Größenvarianten reden wir von durchaus genormten Größen. Die kriegen Sie für ein paar Centbeträge in jedem Supermarkt. Vielleicht haben Sie vielleicht sogar noch welche zu Hause. Also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit hier. Auch der lässt sich natürlich jederzeit öffnen, auch wenn die Batterie mal leer sein sollte. Ganz einfach über einen Knopfmechanismus. Also auch dann, wenn die Batterie mal leer sein sollte und Sie haben sie vergessen, müssen Sie keine Angst haben, dass Sie da den Müll nicht mehr loswerden. Das funktioniert also auch ohne Batterie. Aber der Clou ist natürlich mit dem eigentlichen Öffnungsmechanismus. Sind Ihnen 9 Liter noch nicht genug? Kein Problem. Dann haben wir hier 30 Liter. Also da passt jetzt eine Menge rein. Das wäre für mich jetzt so der typische Papiermülleimer. Ne? Ja. Also wer zu Hause trennt, was natürlich von großem Vorteil wäre. Dann ist das natürlich auch hier eine richtig gute Geschichte. 30 Liter, da passt wirklich eine Menge rein. Also ich würde mal einkategorisieren hier, das ist vielleicht der Single-Haushalt. Das hier ist vielleicht eher was für eine zweiköpfige Familie. Und der große mit 42 Litern, den wir gleich im Anschluss noch zeigen, ist dann vielleicht durchaus etwas für eine 3- oder auch mal für eine 4-köpfige Familie. Ja. Aber Sie wissen selber am besten, wie viel Müll Sie so über den Tag produzieren. Und übrigens, das Thema Mülltrennung ist auch bei uns ein großes Thema. Wir hatten also auch das Problem, dass irgendwann die Stadt auf uns an uns herangetreten ist und sagte, wir möchten gern, dass Sie Müll trennen. Deswegen stellen wir Ihnen also blaue, gelbe und schwarze Tonnen unten in die
in den Müllraum. Und deswegen haben wir mittlerweile also auch 3 verschiedene Mülleimer stehen. Und man glaubt gar nicht, wie tatsächlich gerade dieser Kunststoffmüll eine Platzreduzierung darstellt im ganz normalen Hausmüll. Das ist super. Wahnsinn, ne? Die ganzen Tetrapacks und alles, die du eben nicht mehr in den Hausmüll reinpackst, sondern eben in die gelbe Tonne bringst. Also ruhig mal 2 oder 3 Stück nebeneinander stellen, die sehen gut aus. Genau, man könnte ja auch das für den Biomüll nehmen, das für den Papiermüll und das dann später für Kunststoff, kommen wir aber später noch hinzu. Mhm. Also das sind jetzt 30 Liter, das ist schon eine Menge, die da reinpasst. Und Sie sehen es hier wirklich, dieses hochglänzende Edelstahl. Da spiegelt sich auch der Carsten wieder, da braucht man gar keinen Spiegel mehr im Bad. Vielleicht stellen Sie sich auch ins Bad. Richtig schön ist das Ganze hier. Ich finde das einfach super hier. Es ist einfach praktisch, weil du fasst nichts mehr an. Du hast ja meistens dann irgendwo die Hände irgendwie mit dem Teller von mir aus noch, wo du irgendwelche Essensreste drauf hast. Dann musst du die Essensreste natürlich auch irgendwie runterschaben. Wie willst du das denn machen, bitte, wenn du noch eine dritte Hand brauchst, um irgendeinen Schiebmechanismus zu bedienen oder mit dem Fuß irgendwo drauf trittst, dann geht die Klappe nicht richtig rauf. Das ist immer sehr unpraktisch. Und das hier passiert einfach wie von selber durch den Bewegungsmechanismus, geht die Klappe hoch und sie öffnet sich natürlich auch nach ein paar, oder sie schließt sich natürlich auch nach ein paar Sekunden wieder. Also was mich wirklich immer so sehr ärgert mit diesen Mülleimern, mit diesem Trittmechanismus, wenn du drauf trittst, erstens mal rutscht der automatisch immer in die Nähe von der Wand. Das heißt, selbst wenn du ihn von der Wand wegstehen hast, der steht immer genau an der Wand und dann wirklich, wenn der Deckel da genau dagegen knallt, du hast immer irgendwelche Spuren, schwarze Striemen und Streifen. Richtig. Das sieht natürlich an der weißen Wand nicht schön aus. Das ist genau der Punkt. Ja, dann fliegt vielleicht mal was daneben, dann hast du dann irgendwann die Müllecke ganz klar definiert und den Geruch kriegst du so schnell nicht wieder raus. Es sei denn, du fängst an zu renovieren. Hier vorne kann man natürlich, oder im hinteren Teil dieses Mülleimers, kann man natürlich jederzeit den Bewegungssensor aktivieren bzw. auch ausschalten, wenn Sie das möchten. Lässt sich natürlich jederzeit also auch ganz bequem mit einem einzigen Knopf hochheben. Sollte die Batterie mal leer sein, funktioniert da trotzdem dann eben nur manuell mit dem ganz normalen Handbetrieb. Aber der Clou ist natürlich ganz klar das Öffnen mittels dieses Sensors hier. Da hat man die Hände immer frei und den Müll fachgerecht entsorgt. Genau, und wie Sie es auch schon gesehen haben, wir haben jetzt natürlich noch eine ganz große Version hier für Sie mit 42 Litern. Also das ist schon echt eine Menge, da passt auch viel rein. Ja. Stell dir mal vor, du hast eine Familienfete, ne? Und da, was sich da an Müll ansammelt, und hier kann man wirklich, gerade wenn du draußen eine Gartenfete hast, da schmeißt jeder einfach mal seinen Müll rein, die Pappbecher und Pappteller, und das ist natürlich auch eine saubere Geschichte. Auch bei einer 3- oder bei einer 4-köpfigen Familie, wenn Sie mal überlegen, vielleicht haben Sie sogar noch Kleinkinder zu Hause, die also auch noch Windeln benötigen und dergleichen. Da kommt also eine ganze Menge an Müll tatsächlich pro Tag zusammen. Sehr gut. Ja, das gerade ist Windeln, ne? Also die riechen ja auch sehr intensiv. Ja. Dann einfach da rein, ist ein geschlossenes System auch hier wieder. Ich muss nichts anfassen, das heißt, es kann nicht sein, dass irgendwo mal da Kaka am Müll klebt. Also das ist wirklich eine sehr hygienische Sache. Danke für den Tipp. Ich glaube, ich habe ungefähr 1 Million Donnerhosen gewechselt in der Zeit, als mein Sohn noch ganz, ganz klein war. Und wenn du die einigermaßen vernünftig verpackst, hast du auch keine wirklich ernstzunehmende Geruchsbelästigung. So ein bisschen was kommt immer durch. Aber die schmeißt du normalerweise ganz normal in den Hausmüll mit hinein. Und hier hast du eben die Hände frei. Musst keine Angst haben, dass irgendwas drüber läuft oder irgendwas hängen bleibt an der Seite. Es funktioniert wirklich denkbar einfach. Schauen Sie sich das an. Und verschließt natürlich dann auch wieder, um den Geruch und den Inhalt dort zu lassen, wo er hingehört. Ja? Genau, also richtig geniale Sache. Sieht außerdem auch noch schön aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mülleimer bzw. ein Abfalleimer so schön aussehen kann. Aber doch, das kann er in der Tat, und vor allen Dingen auch hier wieder mit diesem spiegelnden Effekt, das dürfte auch alle Frauen freuen. Ja, vor allen Dingen, sag mal, dieses Edelstahl ist natürlich schön, aber Sie haben vielleicht auch Edelstahlgeräte zu Hause, Küchengerät, den Kühlschrank. Mhm. Sie wissen genau, wenn man da einmal dran tapst, dann habe ich schon die wildesten Geschichten versucht, mit Glasreiniger, mit Mikrofasertüchern, die irgendwie wieder sauber zu kriegen. Das ist wie eine Sisyphusarbeit. Da sind Sie rechts unten fertig, fangen Sie links oben wieder von vorne an. Hier berühren Sie den Mülleimer nicht, es sei denn, Sie möchten den Müll dann komplett runter in die große Tonne bringen. Alles, was Sie machen müssen, ist ganz kurz eben den Mechanismus auslösen. Das können Sie auch mit dem Knie oder mit dem Ellbogen oder was machen. Zur Not auch noch mit dem Kinn. Schnell genug wegnehmen. Ja, pass auf, wollte gerade sagen, nimm die Nase weg, weil genau. Ja, so aber sieht super es aus. Und das sind 42 Liter Inhalt und das mit der NC 2746 und der 569. Ja. Kleiner Tipp mit dem Kinn, wie es der Carsten gerade vorgemacht hat, würde ich es dann doch lieber lassen. Ganz genau, ja. Also das ist vielleicht keine gute Idee mit dem Kinn, aber mit dem Ellbogen oder was, passt das tatsächlich immer. Es ist einfach praktisch. Es ist eine praktische Angelegenheit, es ist eine saubere Angelegenheit. Es ist aber allen voran auch eine sehr hygienische Angelegenheit, weil man eben hier am Mülleimer nicht mehr großartig was anfassen muss. Das heißt, auch die Übertragung von Keimen oder Bakterien wird hier wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert. Und das sollte Ihnen, glaube ich, hier zu Hause einfach wert sein. Eine schöne und ausgesprochen dekorative Idee, die wir hier haben, oder? Ja, und ich glaube, hier war für jeden was
kurzer Ball, wie du sagst, ob Single-Haushalt oder zweiköpfige Familie oder dann doch eher die vier, fünf, sechs, siebenköpfige Familie. Da ist wirklich für jede Größe was dabei. Natürlich hat auch jeder eine andere Müllansammlung, ne? Ist ja ganz klar. Das ist ganz klar, richtig. Deswegen bieten wir Ihnen unterschiedlichste Größen an. Angefangen haben wir bei den 3 Litern, die 9 Liter Variante haben wir, die etwas größeren Varianten mit 30 und 42 Liter Inhaltsvolumen. Und das teuerste Modell liegt hier gerade mal bei unter 80 Euro, also für einen Abfalleimer komplett aus Edelstahl mit dem Bewegungssensor schon mal eine richtige Hausnummer. Ja, was soll man sagen? Ja, also viel Spaß beim Wegwerfen. Auf jeden Fall viel Spaß beim Wegwerfen. Gut.